your past, your future, your very light. You will lose everything. Fick dich! Jetzt bin ich dran. Wie, du bist dran? Den Benutzernamen. Und ich glaube, dass das da wahrscheinlich im Hintergrund zu sehen ist. Ist ganz schön scheiße. Also. Ja. Aber wir können es trinken. Ich wollte ihn so richtig wegtanken. Aber das ist eigentlich wurscht, weil es kommt da ja nur aufs Schild an und unser Schild ist schon maxed. Die Rüstung ist ja nur, dass du weniger Damage nimmst. Gut, du hast ein bisschen mehr Poise, aber... War der Versuch wert? Wo hängt denn dein Mikrofon eigentlich? Keine Ahnung, sag's mir. Das sag ich ja gerade. Hier? Ja, so ist besser. Jetzt ist eh vorbei. Ja, wir müssen ihn jetzt auch platt machen. Ja. Weil wir nicht mehr allzu viel Zeit haben, deswegen... die Axt, zack, ich zieh mich aus, so macht man das, cool. Und dann, wir machen. Sollen wir vielleicht eine Flask benutzen oder was? Nein, jetzt ist es zu spät. Ich weiß noch genau, E3, Gamescom vor einem Jahr, haben wir zum ersten Mal Dark Souls gezockt, weißt du es noch? Wo du den Mirror Knight unbedingt killen wolltest. Ja. Weißt du noch, ne? Das weiß ich noch, das war richtig geil, weil wir den Mirror Knight das erste Mal battlen konnten. Und wir waren fast dran, aber dann haben sie uns da weggeschickt, als sie gesehen haben, wie krass wir sind. Weil sie nicht wollten, dass wir den schaffen. So war es, ne? Ich hab's auch so in Erinnerung. Tot. long. Oh, girl, you wanna make me sweat? Sweat till I don't sweat no more. Everything cries. Worum geht's in dem Lied eigentlich? Schwitzen. Dass man sehr lang schwitzt? Girl, du bringst mich zum Schwitzen. So lang zum Schwitzen, aber bis ich nicht mehr schwitzen ist das long kann. Long. Yeah. Weiß ich. Girl, you wanna make me sweat. Alalala, long. Yeah. So, geben Sie ihm bitte. Hier, das erwarte dich gleich. Oh oh. Was? Wieso habe ich den denn nicht gedingst? Weil das der starke Schlag war, den du gemacht hast. Muss ich mit dem normalen machen? Ja, den normalen. Jetzt schön. Ah, schade. Eine Millisekunde stehen bleiben. Sehr gut. Noch ist alles offen, sehr schönes Ding. Super spannend. Und Strike und Last Strike. Oh, ganz knapp. Oh nein, und dann ist die Stamina alle. Nein, das gibt es doch nicht!
Wenn ich den richtigen Schlagknopf gedrückt hätte beim Repost, hätte ich gewonnen. Ach man, ey. Wie hieß der Mann? E-Perfection. Sehr gut. Eins für die Welt. Was steht da unten drunter, dass das fies war oder was ist die Anmerkung da? Was? Nee, achso, das ist der Name, okay. Reposten kann man nicht mit dem harten Schlag? Nein, ich glaube, du musst mit dem normalen antworten. Genauso wie du backstairs mit dem normalen. Keine Ahnung, aber du bist der lebende Beweis eben gerade einfach mal gewesen. Aber probierst du es weiter, solange bis es geht. Nächster. Das ist doch. Also, mir gefällt auf jeden Fall das Schwert besser als unser Greatsword. Wen haben wir hier? Das ist nämlich immer das Ding. Die Leute, die einen Buff haben, die werden irgendwann werden sie nervös. Aha. Der macht auch Damage. Guck mal hier. Ja. Renn einfach weg im Kreis. Ja, nach hinten. Gute Zirkeltaktik. Oh ja, triff. 3 Treffer ineinander. 900 Damage. Ah, ja, über 2000 Energie. Ah, ist auch schnell die Waffe, die der da hat, ne? Was ist das für eine Waffe? Spannend. Oh, da ist der Buff weg. Nicht schlecht. Megatron Smurf. Nicht schlecht, ihr Specht. Wie steht's? 3-2? Mach mal das da weg, diesen Tropfen da. Das sieht aus, als wäre das ein Strich. Bin schon erschreckt. Ich dachte, das Gleichstand. Dabei führen wir haushoch. Nee, mach nicht. Mal gucken, ob wer wieder im Gleichstand rausgeht. Wir gehen nie im Gleichstand raus. Am Ende ist immer noch Eddie. Womit habe ich das eigentlich verändert? Ich verstehe das manchmal überhaupt nicht. So. Toll, Megatron Smurf, wegen dir haben wir jetzt Ladezeiten. Ja. Für alle ist es jetzt langweilig, wegen dir. Jetzt muss ich ja wieder hinlaufen. Tot. Joypad weg. Shit, schon wieder die Kiste. Okay. Ja. So sieht's aus, Junge. Er wartet auf deine Verbeugung. Hab ich doch schon. Das war keine Verbeugung. Ich bin gesprungen. Na gut. Und weg. Inverted Verbeugung. Ah, Vorsicht hier, Junge. Hä? Kann mir das einer erklären? Nee, ne? Warum ich den da nicht getroffen habe? Noch ist alles offen und jetzt kommt er. Hä, was ist das für eine Kollisionsabfrage, ey? Oh. Ja, chancenlos. Jetzt steht's gleich hin. Aber es war eine ganz komische Kollisionsabfrage bei dem. Fuck, wo bist du her? Von weit weg, ja. Australien? Mein Schlag ging voll durch ihn durch. Seine Schläge haben mich getroffen, obwohl ich einen Meter daneben stand. Da war nicht viel zu holen. Der hat ja auch voll früh geschlagen, obwohl ich gar nicht in der Nähe war, weil ich wahrscheinlich bei ihm im Spiel an einem ganz anderen Punkt war als bei mir. Naja, gut, das ist halt leider bei Dark Souls manchmal so, hat man ein bisschen Pech. Ich denke auch, die sehen das ähnlich bei uns manchmal. Ich glaube, dass draußen auch Leute sind, die von uns gebacksteppt werden, obwohl sie gerade irgendwo anders waren. Das kann mal passieren. Da mit Majula zum Beispiel. Genau. Es wäre geil, wenn es beim PvP so eine Ping- oder so eine Latenzanzeige wenigstens gibt, damit man wenigstens weiß, ob man sich... Oh.
verdammte Scheiße. Was? Oh nein. Shit. Ah. Oh, du lebst noch. Hat er mich leben lassen. Die Sau. Oh, wow, wow. Ah, nein. Hä? Wieso war denn das kein Backstab? Hast du das gesehen? Oh, ja. Der hat die Animation des Backstabs gemacht und wurde dann von der Flame erwischt. Ja. Oh. Einen Firestorm gemacht und ich war mitten hinter ihm und setzt gerade zum Backstab, weil er macht schon die Animation, da schießt unten aus seinem Arsch so eine Feuersäule und killt mich. Und damit hätten wir wieder gleich immer diese knappen Sachen, ne? Der hat mich aber auch leben lassen, glaube ich, einmal. Da hätte er, glaube ich, noch ein zweites Mal schlagen können, hat er nicht gemacht, dann wäre ich tot gewesen. Also insofern. Also der hat Spaß gemacht. Gegen den werde ich mir auch nochmal merken, den Karl Windex, ey. Karl Windex. Wir sehen uns heute nochmal, Karl. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. War ein bisschen aufgeregt, weil er so viel Zauber benutzt hat. So viele verschiedene, ne? Ja, ja, der hat 3-4 verschiedene Feuerzaubersprüche gemacht, da. Da bufft er sich schon auf halbem Weg. Yeah, so voll am Abbuffen. So vertraut er dir. Guck. Ja, lieber einen kleinen Bogen machen. Guten Tag. Voll am Abbuffen. Boah, was? Ein halber Energiebalken? Und noch einer? Alter, was geht denn hier ab? Oh. Oh. Ja, Kollisionsabfrage mal wieder, ey. Oh nein! Mit einem Wurfmesser. Das wäre super. Jetzt hast du. Oh, fuck you! Mit dem fucking lila Schwert, ey. Was ist das denn hier? Dann haben wir ganz schön reingehauen, das Teil, ey. Ja, okay, das war... Halber Energiebalken weg mit einem Treffer. Wow. Ja. Was war das für ein Schwert? Crypt Greatsword, glaube ich. Ich will mich nicht verteidigen, aber man hat gesehen, der Charakter war genau auf dieses Schwert, auf Dark Damage mit Intelligenz Scaling aufs Maximum ausgebaut, oder? Also wenn du den mit einem Schlag die Leiste wegziehst. Na gut, kannst du mir schlecht vorwerfen, dass er seinen Charakter gut geskillt hat. Ja. Ich kringel übrigens die Leute ein, die euch besiegt haben, falls ihr irgendwann eine Revanche wollt. Was ist mit denen? Also ich schreibe alle Leute auf und die, die euch besiegt haben, die kriegen wir nicht nochmal ein. Ja, keine Sorge, ich stehe eh auf meiner Abschlussliste. Ja, die merke ich mir.